Was geht ab, Leute? Heute haben wir nicht irgendein Opening, sondern wir haben ein sehr, sehr besonderes Unboxing. Wir machen heute den Yu-Gi-Oh! Trading Card Masterpiece Series Platinum Dark Magician auf. Seid gespannt. So, Leute, da haben wir das gute Stück. Bevor wir überhaupt damit anfangen, Shoutout an Kevin, weil das ist sein Dark Magician Masterpiece. Das ist nicht von mir, das ist für mich viel zu teuer. Und er hat mir tatsächlich das Ganze ausgeliehen, damit ich ein Foto zu machen. Bro, vielen Dank auf jeden Fall, dass du es ermöglicht hast, dass wir so ein geiles Video machen. Und wenn euch sowas gefällt, auf jeden Fall lasst ein Like da. Abonniert mal den Kanal, das lohnt sich. Ich sag euch, das sind immer geile Sachen am Start, was ich hier für euch aufmachen werde und was ich für euch allgemein vorbereite. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Ich habe keine Ahnung, was erwartet. Er hat mir das gegeben und ich habe es tatsächlich selber nicht aufgemacht. Ich dachte, wir machen hier wirklich Live-Reaction, während ich das aufmache. Und dann schauen wir uns, ob das wirklich 1300 Euro wert ist. Also, wir haben hier, so sieht das von innen aus. Das ist ein ganz normaler Case, ist das. Machen wir das mal auf. Dann haben wir hier wieder nochmal mit Silber geschrieben. Sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Hier unten der Masterpiece Series. Dann machen wir das mal auf. Das ist bestimmt geil. Oh, okay. Wir haben ein... Achso, hier wird gezeigt, wie man das Ganze aufbaut. Wegen Aufsteller und so. So, ich will nicht viel. So, dann machen wir das mal so. Dann gucken wir uns hier. Certificate Authenticity. So, dann haben wir den Product TCG Masters Masterpiece Series Platinum Dark Magician. Dann haben wir den Material Pure Silver. Und 999 von 1000. Ungefähr wiegt das 22 Gramm. Also die Karte wahrscheinlich wiegt 22 Gramm. Weil das Ganze wiegt sehr viel. This document certified that the above is correct. 1. Februar 2023. Und dann haben wir hier ein cooles Stempel. Auf jeden Fall, was auch immer da steht. Falls jemand weiß, schreibt das in den Kommentaren. Das ist erstmal alles. Puh, ihr seht das bisschen. Wir machen das Teil einfach mal jetzt auf. Ich versuche den mal. Ich glaube, ich kann ihn bestimmt so rausholen. Ja, raus. Und dann... Okay, ihr seht mich. Krass. Okay, wie mache ich das mit der... Damit das nicht so aussieht. What the fuck? Der ist so krass am Verspiegeln. Aber ihr seht das. Okay, so, genau. So sieht das gut aus. Und hier oben steht das wieder. Yu-Gi-Oh! Trading Card Masterpiece Series. So, Dark Magician. Also, ich gucke mir das gerade an. Ich sage euch dann einmal so auch in die Kamera. Ich versuche das mal so. Seht ihr, wie krass der spiegelt? Ich weiß gar nicht, wie man das richtig eigentlich aufnehmen muss, damit das nicht so krass spiegelt. Aber, so, dann kommen wir hier. Ihr seht das? So sieht das Ganze aus. Und von hinten, man sieht mich, was geht. Ist auch wie eine ganz normale Karte, ist das. Ob das jetzt die Nummer ist oder ob jetzt das die Nummer war hier, das weiß ich nicht so ganz genau. Aber ich finde halt von der Qualität her mega, ist auf jeden Fall hochwertig. Also wenn man das fühlt hier, alles, wie das Ganze aussieht, ist auch sehr schwer, also relativ schwer auf jeden Fall. Ist halt sehr cool bearbeitet. Es ist sehr, sehr schön. Also es ist ein Hingucker, definitiv, muss man sagen. Wenn man das so hier in der Hand hat und sich einfach mal das Ganze anguckt, ist schon sehr, 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 sehr schön. Das ist schon sehr cool. Und einfach komplett aus Silber. Spellcaster, the ultimate wizard in terms of attack and defense. So sieht das von der Seite aus, nochmal von hinten, von unten. Überall reflektiert es. Egal wo, wie rum ich die halte, ich glaube, so ist die beste Aussicht, was ich euch gerade hier zeigen kann. Oder so. Ja, sieht meine Lichter da oben. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Also wirklich. Ich finde die ist auf jeden Fall sehr schön. Ich zeige das mal nochmal hier. Seht ihr? Hier unten. Nochmal von hinten. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also wirklich sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich packe das jetzt mal kurz nochmal rein. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinungen. Ob ihr sagt... Die 1300 Euro sind berechtigt dafür oder nicht. Besonders wenn wir darüber nachdenken, dass die Blue Eyes Series, ah, hier kann ich ja besser zeigen, ein bisschen. Die Blue Eyes Series hat ja, wie viel hat das gekostet? Der hat ja 1000 gekostet. Und wir wissen ja alle, dass Blue Eyes
mehr beliebt ist als Dark Magician. Das ist einfach Fakt. Deswegen, ich finde, es ist super schön, aber es ist halt immer noch 1300 Euro. Mit 1300 Euro kannst du halt gefühlt immer noch ein Auto kaufen, wenn du es willst. Deswegen weiß ich nicht, aber wenn man das Geld übrig hat, lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen, weil das ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Also sehr cool. Auf jeden Fall ein sehr geiles Teil, um als Deko zu benutzen. Finde ich. So, dahinter würde es auf jeden Fall bestimmt sehr gut aussehen. Und ja, Leute, ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Schreibt das mal einfach in die Kommentare. Wie findet ihr das? Das schon ein bisschen anderes Unboxing auf meinem Kanal. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hau rein, Leute, und ciao.